Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Sind wir so? Wir sind soweit, oder? Dann herzlich willkommen an alle und Dankeschön, dass Sie die Zeit in diesen schwierigen Zeiten dafür nehmen, was wir heute machen. Herzlich willkommen bei CODI 21. Wir sind, ich stelle vor, Elisabeth Weißenberg, meine Kollegin, und ich bin Anna Relle von der Programmierschule Ecodemy. Manche in Ihrem Bereich kennen uns schon sehr gut, manche auch noch nicht. Ecodemy ist die größte Programmierschule für Kinder im deutschsprachigen Raum. Und heute sprechen wir aber von was anderem. Heute sprechen wir, wie man hier auch auf der Folie sieht, von CODI 21. CODI 21 ist digitale Bildung für Volksschulen zum einfach einschalten und mitmachen. Es geht dabei um die erste interaktive Videoserie für breite digitale Grundbildung in Volksschulen. Das ist eine absolute Neuheit im deutschsprachigen Raum. Wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir glauben, dass das sogar für ganz Europa oder noch mehr gilt. Wir haben viel recherchiert, sowas gibt es sonst nichts. Das ist ein Tool, mit dem jede Klasse, jede Lehrerin Bildungskompetenz zeigen kann, auch im digitalen Bereich. Einfach und vor allem, und das ist heutzutage sehr, sehr wichtig, ohne zusätzliche Arbeit und zusätzliche Belastung für das Lehrerteam und ohne großen technischen Aufwand. Das heißt, CODI 21 ist eine Lösung, die alle Volksschullehrerinnen einsetzen können, auch die Kolleginnen, die sich in diesem Bereich noch nicht ganz so wohl fühlen. Denn jedes Kind verdient es, gut auf die Zukunft vorbereitet zu werden. Und jede Schule verdient es, dazu Unterstützung zu bekommen. Ja, wie Sie alle wissen, vielleicht jetzt aufgrund von der Covid-Situation noch viel mehr, dass digitale Bildung wichtig und dringend ist, aber nicht immer einfach. Und daher gibt es aktuell in Österreich auch noch keine flächendeckende digitale Grundbildung in den Volksschulen. Es gibt viele tolle Initiativen. Ja, wir haben vorher auch gerade Europa Wunderkind gehört und gesehen. Es gibt viele Einzelinitiativen, wo halt selbst auch die Pädagogen und Pädagoginnen aktiv werden. Es gibt Vereine, es gibt Firmen, aber der langfristige Erfolg hängt von vielen Faktoren ab. Und jeder, der im Unterricht oder jeder, der schon mal im Unterricht Roboter oder technische Geräte auch verwendet hat, es ist jetzt nicht nur der Unterricht an sich, sondern auch das Drumherum, das einfach auch viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Und wir von Ecodemy, wir kommen eigentlich aus dem Bereich von privaten Programmierkursen und wir haben da einfach gesehen, dass sich das viele Kinder gar nicht leisten können. Das heißt, das, was wir machen, erreicht leider nicht alle Kinder und das ist etwas, was wir jetzt mit CODI 21, mit der digitalen Videoserie eben schaffen wollen, dass wir eben Chancengleichheit für alle Kinder erreichen. Die Aufgabe, die wir also gestellt haben, ist, digitale Bildung für alle Kinder, alle Schulen, alle Pädagoginnen erreichbar zu machen. Ich mache jetzt einen kurzen, was ich am Anfang vergessen habe, dazu zu sagen, wenn Sie Fragen haben, bitte einfach in den Chat reinschreiben. Wir versuchen das gleich mit aufzugreifen oder schreiben den Chat zu. Wir schauen einfach, wie es klappt. Also, die Aufgabe von CODI 21 ist für alle Kinder, und wir sprechen hier von den dritten und vierten Klassen, digitale Bildung erreichbar zu machen. Was auch wichtig ist, und das wissen Sie alle, wissen wir alle aus Erfahrung, dass es so gemacht werden muss, dass es den Kindern Spaß macht, dass es ihnen gefällt, dass sie mit dem Kopf dabei bleiben und begeistert mitmachen.
Ein Problem, das wir in den letzten Jahren oft gesehen haben, ist, dass manchmal in Schulen Infrastruktur fehlt. Das ist eine zusätzliche Aufgabe, haben wir gesehen, indem dass wir digitale Bildung bieten wollen, manchmal trotz fehlender Infrastruktur. Das heißt, das ist auch mit berücksichtigt. Und sehr, sehr wichtig, gerade zur Zeit und heute denke ich noch besonders, ohne die Pädagoginnen, die Lehrerinnen, die Kolleginnen zusätzlich zu belasten. Und jetzt werden Sie sich freuen, wie das geht. Wie macht das CODI? CODI 21 ist eine, wie ich anfangs gesagt habe, interaktive Videoserie. Das heißt, es besteht aus interaktiven Videoeinheiten. Die Videoeinheiten sind jeweils zeitlich an die Volksschulstunden angepasst. Das heißt, die sind immer um die 45 Minuten lang, damit es genau in eine Volksschulstunde reinpasst. Sie sind so gestaltet, und das wissen wir aus unserer sechsjährigen Erfahrung mit vielen Kindern, dass sie nett und motivierend für die Kinder sein müssen. Das hat der Matthias Kutscherer im vorherigen Vortrag genauso auch gezeigt. Es muss witzig sein, motivierend sein, bunt sein, spannend sein. Wie geht das? Wir haben unterschiedliche Protagonisten in den Videos. Wir haben, Sie sehen hier, unser Moderatorinnenpaar Isabella und Alex. Sie sind bei Academy Programmiertrainerinnen. Zwei großartige junge Menschen, die Kinder mit viel Witz, mit viel Spaß in die Themen einführen und die Erklärungen, die Fragen hier präsentieren. Und sehr wichtig, Protagonisten sind auch die Roboterfamilie CODI. Sie sehen hier einen Charakter aus der Roboterfamilie, das ist Tom, der Sohn. Das ist eine vierköpfige Familie mit Tochter und Sohn. Es ist natürlich alles gegendert. Wir schauen, dass Mädchen genauso mit teilnehmen wie Jungs. Und die Roboterfamilie hat auch einen Opa, der zum Beispiel in dem Teil, wo es um die Geschichte des Computers geht, über die Geschichte des Computers erzählt. Auch sind in den Videoeinheiten Aufgaben, die Kinder dann in der Klasse vor Ort während des Videos lösen. Und die Aufgaben werden im Video vom Moderatorenteam oder von der Roboterfamilie CODI auch aufgelöst. Somit ist das Ganze ein Mix von Moderation im Studio, Roboterfamilie zu Hause, Aufgabe, Lösung. Und somit bleibt es immer motivierend und spannend für die Kinder. Sehr, sehr wichtig, wie gesagt, war der Aspekt, dass die Handhabung für alle Lehrerinnen und Pädagoginnen einfach sein soll. Darauf kommt die Elisabeth dann noch im Detail, was dann tatsächlich zu tun ist in der Klasse. Worauf basiert das Ganze? Wir haben 6 Jahre Erfahrung mit über 15.000 Kids mit Programmieren, Lernen und digitaler Bildung. All diese 6 Jahre Erfahrung haben wir hier eingepackt, weil wir das für alle Kinder wirklich erreichbar machen wollen. Und zusätzlich haben wir eine sehr starke wissenschaftliche Basis mit aktuellen Kompetenzmodellen bzw. Standards aus Österreich und auch international. Das kommt auch noch im Detail. An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen 2-Minuten-Trailer zeigen. Das ist dafür da, dass Sie auch die Moderatorenpaar kennenlernen, auch die Roboterfamilie näher kennenlernen und wirklich ein bisschen ein Look and Feel dazu bekommen, wie tatsächlich CODI ist. Es werden die Aufgaben gezeigt, die Lösungen gezeigt, die passen nicht zusammen. Es geht hier wirklich darum, ein Gefühl zu bekommen, wie das abläuft. So.
Wir sind Alex und Isabella. Mit der Cody 21 Serie wollen wir digitale Bildung für alle Kinder ermöglichen. Das Wort Computer kommt aus dem Lateinischen computare und bedeutet so viel wie berechnen. Computer sind sehr nützlich für uns und dabei bemerken wir sie oft nicht einmal. Sie sind dann in andere Geräte eingebaut. Alex, Isabella, könnt ihr uns helfen? Sparky war im Wald spazieren und jetzt hat er sich verlaufen. Wir brauchen unbedingt eure Hilfe, um ihn wieder nach Hause zu holen. Er braucht die richtigen Befehle, um den Weg zu finden. Oje, oje. Ja, da helfen wir natürlich gerne. Kinder, helft ihr uns auch? Wir haben für euch eine Aufgabe vorbereitet, nämlich ein Algorithmus, der ein bisschen durcheinander gekommen ist. Könnt ihr uns helfen, die Befehle in diesem Algorithmus in die richtige Reihenfolge zu bringen? Die allerlustigste Aufgabe haben wir uns aber zum Schluss aufgehoben. Schnappt euch ein Blatt Papier und einen Bleistift. Schauen wir uns die Aufgabe gemeinsam an. Isabella, was hast du rausgenommen? Also, meinen Namen darf ich nicht nennen, weil man mich dann ja ganz klar erkennen würde. Meinen Wohnort, mein Geburtsdatum und meine Handynummer darf ich auch nicht einfach so jedem geben. Wir besprechen kurz Aufgabe 2 durch. Isabella, hast du die richtige Lösung? Ja, also beim Blumenbeet ist B die richtige Lösung. Jetzt sind wir doch fertig, oder? Gehirn, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis und das Gehäuse, alles da. Nein, etwas ganz Wichtiges fehlt uns noch. Strom. Er muss alle Teile mit Energie versorgen. Die Codys und wir freuen uns auf euch bei der nächsten Stunde. Ein herzlicher Codygruß von uns an euch. So, Dankeschön. Das war, wie gesagt, in 2 Minuten zusammengefasst, was so alles in Cody 21 vorkommt. Ich gebe jetzt der Elisabeth über. Danke. Genau, also die Anna hat vorher auch schon kurz darüber gesprochen, dass wir hier verschiedene Kompetenzmodelle verwenden. Und zwar ist es so, wir haben uns angeschaut, was sollen Kinder in diesem Alter, also im Alter von 8, 9, 10, über Computer Science, digitale Grundbildung, Computational Thinking etc. wissen und haben uns eben dafür 2 österreichische Kompetenzmodelle hergenommen und ein amerikanisches und haben auf Basis von diesen Kompetenzmodellen unsere Videoeinheiten entwickelt, also welche Themen sollen behandelt werden. Wir haben dann zum Beispiel Einheiten wie so funktionieren Computer oder was sind Algorithmen oder Hardware und Software oder auch generell Internetnutzung, ja, wo sind die Gefahren, wo sind die Vorteile, worauf muss man aufpassen oder auch die Geschichte der Computer. Also wir haben einfach versucht, alles, was für uns irgendwie möglich ist, von diesen Kompetenzmodellen in Videoform, also was man in dieser Art und Weise eben vermitteln können, dort auch unterzubringen. Und in diesen einzelnen Einheiten gibt es dann, das sieht man dann auch hier rechts, zum Beispiel Stundenbilder. Das heißt, man kann sich dann als Pädagoge oder Pädagogin auch vorab kurz anschauen, was wird jetzt behandelt in dieser Stunde, welche Übungen gibt es. Und da sieht man dann auch eins von diesen Übungsblättern. Also jetzt im Trailer war kurz zu sehen, dass Sparky, der Hund, hat sich verlaufen. Also das hat der Tom eben gesagt. Und da muss man mit Hilfe von Befehlen sagen, wie er wieder nach Hause kommt. Also das ist so eines von unseren allerersten Aufgaben. Diese Aufgaben werden natürlich dann auch immer schwieriger und werden eben, wie gesagt, von unserem Moderatorinnen-Team eben erklärt und dann auch aufgelöst. Wie läuft jetzt so eine Cody-Stunde ab? Also die Stunde fängt an. Die Pädagogin oder der Pädagoge schaltet das Video ein. Und dann gibt es eben immer ein bestimmtes Thema in einer Folge. Und unser Moderatorinnen-Team Alex und Isabella erörtern eben dieses Thema von verschiedenen Problemen, Fragen, Erklärungen.
und die Kinder schauen zu, lachen und denken mit. Also wir haben da auch immer versucht, also bei uns ist immer alles ganz kindgerecht, aber auch immer mit Spaß. Das ist für uns etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir auch den Spaß da nicht zu kurz kommen lassen. In jeder Folge gibt es auch die Roboterfamilie Cody, die eben auch eine thematisch dazu passende Geschichte erleben. Und abwechselnd dazu gibt es Aufgaben und Übungsspiele. Wichtig bei diesen ist, die laufen so ab, dass es entweder einen Zettel gibt, den man vorab ausdruckt, oder eben Sachen verwendet, die im Klassenraum sowieso vorhanden sind. Also wir verwenden hier keine technischen Geräte für die Kinder. Das heißt, das funktioniert alles analog. Diese Aufgaben laufen dann auch so ab, dass es immer eine Sanduhr gibt. Das heißt, die Moderatoren erklären, worum es geht. Dann gibt es eine Sanduhr. In der Zeit macht man dann die Übung und danach gibt es dann die Auflösung. Und diese 45-Minuten-Einheiten sind dann eben eine bunte Durchmischung. Also es ist jetzt nicht ein 45 Minuten berieseln lassen, sondern wirklich eine bunte Abwechslung eben aus Übungen, dem Moderatorinnen-Team und der animierten Roboterfamilie. Genau, und zum Schluss gibt es dann immer noch eine kurze Zusammenfassung und eine Verabschiedung und dann ist die Cody-Stunde auch schon wieder aus und dann kann man gleich die nächste machen. Wie sieht das jetzt aus der Pädagogen- und Pädagoginnen-Ansicht aus? Also wie ist die Vorbereitung zu so einer Cody-Stunde? Das kann man sich so vorstellen. Wir haben eine Cody-21-Mediathek. In dieser Mediathek liegen alle Unterlagen, also sowohl die Videos als auch eben Stundenbilder und Aufgabenblätter. Das heißt, man sieht es auch hier links, man wählt dann die Folge aus, die man machen möchte. Dann gibt es einen kurzen Erklärungstext dazu, dann gibt es eben Stundenbilder und Aufgabenblätter zum Herunterladen und Ausdrucken und das Video. Und um das Video abspielen zu können, braucht man einen Präsentationslaptop, einen Internetzugang und eben etwas, womit man den Kindern diese Folge auch natürlich groß der ganzen Klasse zeigen kann, also von Beamer, Smartboard oder Bildschirm, irgendetwas in diese Richtung. Aber wie gesagt, die Kinder selbst brauchen keine technischen Geräte, sondern es reicht ein Präsentationslaptop zum Präsentieren. Das heißt, man kann dann auch gemeinsam mit den Kindern die digitale Bildung genießen. Also wir haben hier wirklich diesen Zugang gewählt, dass die Vorbereitung sehr, sehr gering sein soll und der eigentliche Unterricht dann wirklich auch mit diesen Videoeinheiten und in diesen Videoeinheiten passieren soll, um eben auch den Pädagogen und Pädagoginnen hier etwas abzunehmen. Wie kommen Sie nun zu die Cody21-Videoserie? Wir haben ein Abo-System für Schulen. Das ist immer ein Abo für das Schuljahr. Das Abo beinhaltet 10 Unterrichtseinheiten pro Klasse. Wir sprechen hier von den dritten und vierten Klassen. Das heißt, jede Klasse hat 10 Unterrichtseinheiten während des Schuljahres, die allerdings ganz, ganz wichtig, diese Frage bekommen wir sehr oft, die sind zeitlich komplett flexibel einsetzbar. Das heißt, wann die Kolleginnen das Gefühl haben, sie können eine digitale Stunde machen, können sie das Cody-Video in dieser Stunde abspielen. Sie kommen auf circa eine Cody-Stunde pro Monat für jede dritte und vierte Klasse. Sie würden uns jetzt wahrscheinlich fragen, was das Ganze kostet. Der Preis richtet sich nach der Größe der Schule. Wir kommen circa in der Größenordnung von 700 € für die ganze Klasse, für allen dritten, vierten Klassen im Durchschnitt in Summe. Also diese 700 € sind dann für das ganze Schuljahr. Die erste Unterrichtseinheit, da geht es um, wie war es, Lisi, wie funktionieren Computer? Ist der genau, Tipp. Genau. Mhm. Also so es geht um Computer generell. Stellen wir kostenlos zum Schnuppern zur Verfügung. Sie können sich dazu anmelden auf unserer Website www.cody21.com. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Schnuppereinheit per E-Mail anfordern kann oder
wie Sie sich einfach direkt anmelden können und Sie können es dann alleine schnuppern, mit Kolleginnen schnuppern oder sogar, wir haben noch Schulen, die einfach gleich mit den Kindern geschnuppert haben, bevor sie Code 21 dann auch bestellt haben. Also es ist eine, nicht nur die Handhabung ist sehr einfach, sondern auch wie sie zu den Videos kommen ist, haben wir uns sehr bemüht, das Ganze einfach zu machen. Und ich schließe jetzt mit dem, was wir am Anfang gemacht haben. Wir glauben daran, dass jedes Kind es verdient, gut auf die Zukunft vorbereitet zu werden. Und es verdient auch jede Schule und jede Pädagogin dazu, Unterstützung zu bekommen. Und das ist das, was wir hier tun. Ich schaue jetzt gerade. Oh, vielen Dank für die schönen Rückmeldungen im Chat. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, wir haben noch ein paar Minuten für die Fragen. Bitte einfach ins Chat schreiben. Sonst, wenn Ihnen später Fragen einfallen oder uns kontaktieren wollen, bitte am einfachsten mit info@codi21.com oder auch auf die Website www.codi21.com. So, dürfen wir im Chat noch was beantworten? Dankeschön, Herr Fettka, für das Kompliment. Wir haben auch den Eindruck, beziehungsweise das ist auch das, was wir vom Ministerium und auch von anderen Stellen gehört haben, dass das etwas ist, was das Bildungssystem im Moment sehr gut brauchen kann. Und für die Elisabeth und für mich ist es eine ganz große Freude, dass all die Erfahrung, die wir in den letzten 6 Jahren gemeinsam mit 15.000 Kindern gesammelt haben, jetzt allen zugutekommen kann. Also schauen Sie bitte auf unsere Website, melden Sie sich zum Schnuppern an oder melden Sie sich bei uns. Wir sind gerne für Sie da und wir freuen uns über viele, viele Codi-Schulen. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Präsentation. Ein sehr feines Projekt. Dankeschön. Danke.